Jetzt wieder mit der Brechstange. Na toll. Max, bitte geh zur Seite. Max! Bitte, Max! Geh zur Seite. Das hier ist wichtig. Max, komm her! Komm schon! Alles in Ordnung. Alles wird gut. Alles gut. Es tut mir leid, ich hätte wissen müssen, dass er ihn genommen hat. Schlaf, Kindlein, schlaf. So, Ordner gefunden. Brett können wir nicht mehr davor hängen. Okay. Wir haben ja. Wo ist. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Captain Blazkowicz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Vielen Dank für deinen Einsatz, Bobby. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Alles klar. Benno, beruhig dich! Komm schon! Die Papiere bitte. Oh, scheiße. Danke, Sie können passieren. Oh. Fahren Sie. Vielen Dank. Wie sind wir hier durchgekommen? Du Dreckschwein. Ach du Scheiße. Der riesige Schandfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann dieses Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Ich fühle mich nicht ganz gut hier. Oh, der Big Ben. Hiermit können Sie sie erreichen. Ich fühle mich jetzt ziemlich unwohl bei der Situation. Hier steigen Sie aus. Direkt hier rein zu marschieren. Bis dann, Blazkowicz. Vergeigen Sie es nicht, okay? Oh nein. Oha. Geheim ist jetzt gar nichts mehr. Er hat's getan, oder? Fast 300 Kilo Sprengstoff im Kofferraum. Ich hab die Druckwelle bis hierhin gespürt. Jetzt hängt alles an Ihnen, Blazkowicz. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms 7 Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Sie müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Na, scheiße. Okay. Schleichen wir uns rein ins Gebäude. Gewehr haben wir nicht dabei. Und das Gerät haben wir noch.
Messer haben wir. Blutende Pistole bewaffnet, da müssen wir uns ja also durchschleichen. Okay, ich hatte gehofft, hier oben durchzukommen. Bisschen schlüpfrig von der Seite. Sieht so aus, als müssten wir mitten durchlaufen. Mitten durchs Rampenlicht. Ja, das war klar. Ach, dieses, das müssen wir hier sliden. Einen Hof nehmen und durch. Der kommt doch gleich vorbei. Ich kann das nicht. Kommt da noch niemals durch. Okay, wir müssen da durch. Wie war das nochmal? Und nach vorne rennen. Genau so. Mitnehmen. Ach so, hier brauchen wir den Schneidebrenner. Erzähl mir doch nicht, dass du hier nicht durchkommst. Du wirst mich verarschen. Ach du Scheiße. Der schreckt mich da mal wieder. Kriegen wir den ausgeschaltet? Da hilft das Mut. Müssen wir mit dem Messer ran. Ich weiß nicht, wir haben nicht mehr viel Munition. Haben wir überhaupt noch irgendwelche Munition? Wenn wir ihn irgendwie zerquetschen, den Freund. Ich begreif's nicht ganz. Eine Bombe haben wir nicht im Mund. Eine Bombe haben wir nicht, die wir in den Mund stecken können. Alternativwege, die wir hier nehmen können. Ja.
Jetzt hätte ich sliden müssen. Jetzt hätte man das können müssen. Ich verstehe das Spiel. Es braucht hier noch ein bisschen Übung. Jetzt bitte einen fairen Checkpoint. Okay, es kämpft da drunter. Ah, da ist der Checkpoint. Nach vorne und so sliden wir. Okay. Nein, hier nicht. Verdammt! Wir haben eine verdammte Chance. Das Leiden, das habe ich noch nicht geübt. Okay, wenn wir da sind, müssen wir... Wir können prinzipiell sofort die Maus loslassen. W, die Taste und Leiden. Fantastisch. Und weiter, 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 weiter. Oh nö. Wird es hier ein Slide-Parcours? Oder was? Bitte nicht. Ich kann das nicht, Mama. Erst W, dann Sprint-Taste und dann durch. So ungefähr. William, ich habe hier die Baupläne des Gebäudes. Ist ein langer Weg nach oben. Oh Gott. Wenn noch mehr von diesen Viechern drin sind. Bin ich am Arsch. Erstmal mit dem Messer. Schießen! Sofort! Oha. Empfangsbereich. Geh bitte ganz bis zum anderen Ende. Die große Tür und in die Mondkuppel. Oh nice. Neue Waffe. Dann war Bobbys Tod nicht umsonst. Kein Anzeichen vom Auge von London. Scheinbar alles okay. Solange wir mit den Händen abstürzen. Scheiße. Dieser Jumpscare ist meine Fresse. Sehr schön. Einfach alles drauf schießen. So besiegt man einen Roboter. Einfach drauf ballern. Und 100 Panzer haben. So, geht's weiter. Ich habe die Orientierung ein bisschen verloren.
Hier geht's weiter. Kacke. Das läuft nicht so gut. Oh oh. Okay. Hier sollten wir uns noch ein bisschen umgucken. Munition. Die Bomben, die ich selten benutze. Keine Munition mehr. Munition. Zerfleischt. Oh oh, schnell weg hier. So, Dreck. Na, das war klar. Die Granate hat mich gekillt. Ach du Scheiße. Ob du mich verarschen willst. Scheiße, Munition. Ach du Scheiße. Heilung. Holy shit, ich renne hier wie ein Berserker durch. Medizin. Noch einer. Ja, da sind noch welche. Verdammt. Heilung wäre jetzt nicht schlecht. Ja, Heilung ist nicht hier.
kommt rüber. Irgendwo Heilung rumliegt. Wo ist der verdammte Roboter? Da ist er. Auf der Waffe habe ich keinen Schuss mehr. Scheiße. Schätzt diesen Koloss aus. Oh Scheiße. Ist Heilung? Heilung wäre jetzt hier wirklich Gold wert. Keinen Schuss mehr für. Können wir nicht ein bisschen mit drüber nehmen? Verdammt. Geschenke Munition. Gut. Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Rüstungsverbesserung. Ja, schön, aber
Gesundheitsverbesserung wäre mir noch lieber. Verdammt. Noch fast tot. Bitte euch. Ich hoffe, es gab einen Checkpoint. Ein bisschen Heilung. Keine Chance gegen die Drohne. Ich habe, glaube ich, nicht mal mehr Munition. Lass uns jetzt hier weitermachen. Ich will nicht nochmal den ganzen Raum mit dem Roboter. Das wäre ein bisschen blöd. Recht, die Mondkuppel. Das ist wirklich keine Heilung. Mal gucken, ob ich hier irgendwo Heilung finde. Heilung. Sehr schön. Ich würde gerade sagen, in der Essenskammer ist doch noch irgendwo Heilung rumliegen. Dort haben wir wirklich keinen Schuss mehr. Was war das denn jetzt? Ich war geheilt. Meine Fresse. Noch ein Kopfschuss. Jetzt will ich den jetzt erst durchschmeißen. In der Mondkuppel findest du eine Tür zum Wartungsbereich. Natürlich. Was ist denn das jetzt hier? OP-Gegner. Heilung gibt's hier auch absolut nicht. Der Wahnsinn. Gehen wir ein bisschen taktischer vor. Durch das Tor hochheben ist da halt ein bisschen, verlieren wir halt einen Vorteil.